Ernsthaft jetzt? Hast du die letzte Folge schon wieder nicht gesehen? Oh Mann, ey, es wird, glaube ich, Zeit, dass du jetzt mal diesen Kanal abonnierst. So, und jetzt bitte, guck's dir nochmal an und dann passt. Mich dran wagen und sagen, wir machen hier diesen Mining Dimension Teleporter, den würde ich, glaube ich, mal so gerne mitnehmen. Das ist schön, dass du hier nicht mehr diese Pebbles craften musst oder sammeln musst, sondern du hast einfach hier diese Angst. Oh, läuft. So, und jetzt können wir einfach diesen Mining Dimension Teleporter Gedöns machen. Dias! Da ist Kamerun Dias. So, da, pass auf, dann bauen wir die jetzt erstmal ab. Sind, glaube ich, nur zwei. Drei. Oh, lol. So, ich habe ja mal die Insel ein bisschen weiter ausgebaut, so dass man hier ein bisschen mehr Platz hat. Ich habe versucht, die Insel relativ gleich zu halten. Das heißt, ich habe hier ähnlich wie bei dem Asteroiden, wo wir drauf gelandet sind oder drauf gespawnt sind, habe ich jetzt hier links und rechts jeweils auch nochmal so in der Art zumindest eine Plattform nach oben gebaut, wo ich zum einen Tiere spawnen lassen kann und wo ich zum anderen Pflanzen anpflanzen kann, was wir jetzt da erstmal machen werden. Und habe dann hier versucht, zumindest die Buchtung erstmal gleichmäßig zu halten, genauso wie auch das mittlerweile Quadrat. Ich wollte es ja eigentlich so handhaben, dass es gleichmäßig hier wird, aber ich denke, das ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Des Weiteren habe ich angefangen, hier ist der Weg nach unten, da siehst du es auch, so einen kleinen Weg, so eine Plattform zu bauen. Das heißt, ich habe einmal außenrum eingezäunt, hatte dann aber keine Steine mehr und musste aufhören. Musste erstmal warten, bis er nachproduziert hat und bin unten noch nicht fertig. Weil unten würde ich gerne tatsächlich, wenn es dann später mal hingeht, in Richtung Crate und sowas alles, Stromgeneratoren und solche Sachen, das würde ich alles gerne nach unten packen, damit wir uns hier oben dann auf die wesentlichen Sachen konzentrieren können. Das ist wieder so, das Auge ist mit, ne, weiß man ja. So, pass auf, jetzt habe ich da erstmal eingezäunt. Das heißt, wir brauchen hier jetzt erstmal ein Sugarcane Seed, das können wir machen. Wir können ein Potato Seed, haben wir sogar zwei. Wir können zwei Kartoffeln einpflanzen. Wir können ein bisschen Wheat einpflanzen. Wir brauchen aber, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Irgendwo hatten wir doch Gras. Das habe ich gesehen. Das weiß ich. Da haben wir Gras. So, pass auf, dann können wir nämlich sagen, wir klatschen hier einmal Gras drauf. Da hinten brauchen wir es nicht, ne? Ich mache immer nur einen. Aus dem ganz einfachen Grund. Es könnte ja sein, ich brauche es später nochmal. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich es nicht. Aber pass auf, wir können hier erstmal so das Grundlegendste anpflanzen. Oh, das haben wir. Wächst du? Zumindest. Er wächst. Das ist cool. Dann können wir da einmal Kartoffeln anpflanzen. Und wir können hier jetzt erstmal ein bisschen Weed machen. So, das Ganze ziehen wir uns mal ein bisschen hoch, dann haben wir auch gleich mal ein bisschen was Vernünftigeres zu essen als diese euren Apple halt, ne? So, siehst du, dann können wir das Ganze nämlich einmal pflanzen und haben hier jetzt gleich ohne Ende Kartoffeln, die wir einmal brutzeln können. Dann können wir auch gucken, dass wir die Öfen einmal ausbauen noch. Weil wir haben jetzt ein paar Dias. Ich habe das soweit eigentlich vorbereitet. Guck mal, wir haben fast einen Stack, Alter, ohne Witz. Ich habe das jetzt soweit vorbereitet, dass wir hier quasi jetzt über eine Erweiterung drin haben. Ne, die Copper, wobei wir können auch das große Upgrade machen. Ich sehe gerade, die sind alle voll. Oh, lol, haben die so lange gemacht? Krass. Warte mal, dann können wir ja eigentlich hier dieses Gold-Upgrade machen. Dafür brauchen wir Kisten und Gold. Mehr brauchen wir nicht, ne? Das heißt, ich nehme jetzt, ich habe mir noch im Übrigen einen zweiten Baum gemacht, wo wir Akazien reinsetzen. Ich nehme mal so einen Stack. Pass auf, dann können wir daraus mal so eine Handvoll Kisten bauen. Die können wir gebrauchen. Dann brauche ich Kupfer. Gold meine ich. Nicht Kupfer, sondern Gold. Nein. Verdammt. Verdammt.
100 und kriege ich die alle raus? Dein Ernst? Ist es dein Ernst? Ist es dein fucking Ernst? Okay, pass auf, dann nehmen wir hier den Stein raus, weil man sieht, ich habe hier Stein gebraten. Ich habe Stein gebraten, wie angestochen, damit ich vorwärts komme in meinem kleinen Leben. Achso, du musst hier auch noch raus. Danke. So, das ist eine große Frage. Wo packe ich denn die Steine mal rein? Die brauche ich ja aktuell erstmal nicht. Stein, Stein, Stein. Du kleines Schwein. So, pass auf. Dann ist das, glaube ich, okay. Damit kann ich, glaube ich, leben. So, du kannst auch weg. Dann haben wir das. So, pass auf. Dann machen wir, dann nehmen wir. Achso, ich brauche ja wahrscheinlich dann die andere Karte, ne? Die kann ich nicht rausnehmen. Nein, die kann ich nicht rausnehmen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal Kupferkarten. Ach, herrje. Einmal reicht mir. Dankeschön. So, pass auf. Dann müssen wir hier nochmal. Habe ich die noch drin? Ja, die habe ich noch drin. Kupfer. Was brauchten wir für Kupfer alles? Wir brauchten eigentlich einen Drawer. Wir brauchten einen Drawer. Ein Drawer. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das haben wir. Dann können wir sagen, wir machen mal Daggerade. 10. Dann können wir machen Daggerade. Und das fehlen Kisten. Nein. Okay, pass auf. Macht nichts. Macht gar nichts. So. Wir brauchen noch 8, ne? Boah, siehste. Guck mal. Wollen wir gleich weitergehen? Warte mal, wir können auch gleich weitergehen, ne? Wir können auch gleich hier die Dias machen. Dazu brauchen wir Ditte. Okay, pass auf. Das können wir. Dann brauchen wir ein Stack Dias. Und können, hoffentlich, keine Kisten machen. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal ernsthafte Kisten. 33 sollte gerade so reichen. Sehr cool. Dann haben wir nämlich hier auch nochmal zusätzlich ein Elftes. Und für das andere brauchen wir Netherite. So, so, so. Das haben wir. Das heißt, wir haben einen über, ne? Theoretisch gesehen sollten wir jetzt hier auch noch den machen. Dann würde ich es so machen. Wenn schon, denn schon. Dann tatsächlich in dieser Reihenfolge. Das heißt, wir, den kannst du schon nicht mehr verwerten. Wir machen jetzt tatsächlich nochmal. So, jetzt habe ich hier überall die Dinger drin. Das habe ich jetzt soweit vorbereitet. Das heißt, wir könnten jetzt in der Theorie und in der Praxis ich glaube, ich mache das mal hier rein. Können wir jetzt einfach nochmal fortfahren? Genau, das haben wir. Und wir brauchen jetzt Netherite. Netherite kriegen wir wahrscheinlich im Nether. Und den Nether, da müssen wir jetzt erstmal, brauchen wir ein Backpack. Aber ich habe noch keine Tiere, ne? Das heißt, was macht denn unser Gras? Unser Gras ist auch schon ein gewisses Stück fortgeschritten. Das heißt, in der Theorie sollten wir die beiden Dinger pflanzen können. Dahin und dahin. Und wenn ich jetzt twiggle, wow, das ist cool, das geht auch. Wir haben Tiere und es wachsen wieder welche nach. Und es wachsen immer noch welche nach. Das ist cool, du brauchst also jetzt nicht für 80.000 Tiere deine Seeds, sondern die wachsen irgendwie immer nach, habe ich das Gefühl. Läuft. Das heißt, oh, das hört gar nicht mehr auf. Wie oft wachsen die denn nach? Keine Ahnung. Irgendwann hören die wahrscheinlich auf. Dann sollen sie wachsen. Okay, das heißt, wir haben da schon mal die Grundsachen voraus geschaffen. Wir brauchen nämlich für den Nether Cake brauchen wir ein Ei. Wir brauchen nämlich einen normalen Kuchen. Ich kann ja den schon mal hier reinsetzen. Wir brauchen einen normalen Kuchen. Wir brauchen Milch. Wir brauchen Zucker. Das haben wir angebaut. Wir haben Wheat. Das haben wir auch. Müssen wir abernten. Wie gesagt, wir brauchen noch ein Ei. Milch kriegen wir wahrscheinlich erst dann, wenn die Kühe groß geworden sind. Na, warte mal. Können wir vielleicht so, können wir vielleicht das Ganze beschleunigen, indem wir die füttern. So, dann haben wir nämlich jetzt hier einmal ringsrum.
Da kommt noch einer hin und... ja. So, pass auf. Wenn wir die jetzt hier füttern und sagen, pass mal auf, hör mal. Du kriegst jetzt von mir so ein bisschen was zu futtern, zu schnabulieren. Dann wächst du. Oder? Ich weiß es nicht. Früher war das zumindest... Früher war das zumindest mal so. Du bist tot. Ganz einfach. Okay, guck mal. Die Zeit, die Growing Time für so ein Vieh ist... wird jetzt extrem kürzer. Das ist schon mal cool. So, tut mir leid, aber du bist mein erstes Opfer. Bringt mir zwar nichts, weil kommt kein Rohertrag raus, aber okay, ist halt so. So, pass auf. Ich brauche definitiv meine Eimer. Wo sind die Eimer? Es ist ja eine Kuh gewachsen. Da holen wir uns mal ganz schnell ein bisschen Milch. Und ich glaube, irgendwo muss auch ein Huhn schon groß sein. Die Frage ist nur, hat es schon... Leg mal Eier. Leg mal Ei. Da brauchen wir nämlich jetzt noch ein Ei. Die Frage ist, macht es das auch alleine oder brauchst du dafür einen Partner? Das ist jetzt die große Frage. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das, ja, eine unerklärte Frage. Falls ihr das wisst, schreibt es mal ins Kommentar, ob ihr wisst, was zuerst da war. So, gleich kommt noch ein Ei. Da ist ein Counter, den habe ich ganz total übersehen tatsächlich, aber passt schon. Und jetzt müsste kacken. Oder? Doch. Ein Ei. Danke. Das reicht mir vollkommen aus. Jetzt bloß nicht wegschmeißen. Das wäre es. So, ich habe schon mal zwei Zuckerrohre abgeerntet. Das heißt, wir müssten jetzt in der Theorie eigentlich alles Mögliche haben, um so einen Eulenkuchen zu backen. Den haben wir. Das ist schon mal geil. Das heißt, wir brauchen jetzt noch Cinnabar und wir brauchen Obsidian. Hat er alles im Inventar und dann können wir jetzt sagen, hello, wir haben einmal unseren Nether Cake. Wir kriegen unsere 4 Obsidian wieder zurück, sehr gut, und haben noch einen Overworld Cake. Dann kommt jetzt noch die nächste Frage, wo packt man die ganzen Portale hin? Bauen wir das aus? Machen da einen Portalraum draus? Oder klatschen wir die Kuchen hier irgendwo vorbei? Können wir das dann später auch per Teleport machen? Fragen über Fragen. Pass mal auf. Wir machen auf jeden Fall erstmal ganz großkotzig, weil wir haben es ja jetzt. Eine Dia-Rüstung. Das ist der eine Punkt. Das heißt, wir haben jetzt hier auch schon mal Equipment ausgemerzt. Kriegen hier unsere Dias wieder, oder was? Ach, das ist ja fast 3 Dias. Aber macht nichts. Immerhin, haben oder nicht haben, ne? Nehmen wir mit, geschenken Gaul und so weiter. Guckst du nicht ins Maul, ne? So, pass auf. Dann können wir die einmal ausziehen. Und können dafür diese hier anziehen. Dann machen wir, was kostet denn so ein Armor-Stand? Wie geht denn so ein Armor-Stand? Stand. Zack, ne, den brauchen wir. Das heißt, wir haben ein Smooth Stone Slab. Ah, ach da. Da war das Smooth Stone Slab und 6 Sticks. Habe ich noch irgendwo so ein Smooth Stone Slab? Ne, ein Slab habe ich nicht, ne? Egal, mach mal schnell welche. Da sind schon 2. Ich bin jetzt mal so kackendreist und lasch mal ein so ein Vieh ab. Wie viel brauchen wir überhaupt? Ich habe jetzt ein Leder. Warte mal, für den Rucksack? Entschuldigung, ich weiß, macht man nicht, aber für den Rucksack, da brauchten wir doch 4. So, jetzt haben wir 2. Die müssten noch groß werden. So, jetzt haben wir die 3 gebraten. Können aber jetzt endlich einen Armor-Stand machen. Es sei denn, ich habe noch von irgendwem irgendwas zu wenig. So, du kannst hier schon mal brutzeln. Dann haben wir da auch schon mal Fleisch. Und das Ganze knallen wir hier hin. So, pass mal auf. Dann ziehen wir das hier einfach mal an. Und wechseln das aus. Das Ganze kannst du machen mit Shift und Rechtsklick auf den Armor-Stand. Dann tauscht du deine aktuelle Uniform einmal aus. Und dann hast du auch gleichzeitig wieder ein bisschen Platz im Inventar. So der Grundgedanke von Fadan. So, warte mal. Wir haben jetzt noch 7. Das heißt, ich hole mir jetzt noch mal 4 Stickies für Ditte. So, das heißt, wir haben jetzt 3 Stück. Du kannst
dann quasi praktisch wieder dahin zurück. Dich braucht man nicht. Eigentlich müsste ich ja wirklich Platz machen im Inventar, ne? Okay, das heißt, wir haben eigentlich alle grundlegenden Dinge. Jetzt muss ich mir noch überlegen, wo wir diese Portalkuchen aufbauen. Weil die kennst du ja doch, wobei wir haben ja hier Silk Touch, ne? In der Klopfe. Und damit müsste man doch den Kuchen eigentlich wieder abbauen können. Pass mal auf. Das heißt, ich platziere den mal da und den platziere ich mal da. Kann teleport to the same. Ach, das ist nur Teleporting wieder zurück. Ah, okay, das können wir also auch mit Back machen. Das heißt, dieser Kuchen ist eigentlich hinfällig. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir gehen einmal in den Nether und dann brauchen wir nämlich Quarz. Was für ein Tree Sapling gibt es hier überhaupt? Warte mal. Es gibt gar nicht so viel, ne? Wirklich nur Kohle, Kupfer, Diamant, Emerald, Iron, Lapis, Quarz und das war's. Mehr haben wir gar nicht. Schade, ich habe gehofft, dass wir tatsächlich noch mehr Rohstoffe bekommen. Aber egal, rechte Maustaste auf den Kuchen und wir need to go deeper. Wir sind im Nether, Freunde, wir sind im Nether. Wir sind auf Höhe 66. Und wir sind eigentlich... alles andere als gut gespawnt. Das ist die Frage, wo müssen wir hin? Hoch oder runter? Vom Prinzip her müssen wir ja runter, ne? Wenn wir Netherite noch suchen wollen. Aber erstmal würde ich gerne irgendwie raus. Aber wohin? Gold. Wohin? Ach, verdammt. Brauch ja Gold. Da war ja was. Ohne Gold kommen wir ja nicht weiter, ne? Warte mal. Wir gehen noch mal nach Hause. Ich brauche ja Gold. Im Nether brauche ich ja Gold. Voll vergessen, Mann. So, und dann können wir jetzt machen Back. Dann kommen wir nämlich wieder zurück zu der Stelle, von der wir abgehauen sind. So, das heißt, wir können jetzt hier einmal weiter buddeln und hoffen, dass wir irgendwann mal Tageslicht sehen. Also... Höllenlicht? Was ist das für ein Geräusch? Ah, guck mal. Och nö, das, weißt du, wo wir sind? In einem ganz blöden Biom. Crimson Roots. Okay, das haben wir schon mal. Falls wir das gebrauchen können, vielleicht, eventuell. Das weiß ich nicht. Dann nehmen wir hier nochmal einen Stack von mit. Einer reicht. So, jetzt muss ich nur immer wieder rauskommen hier, ne? So, nächstes Mal gehen wir in eine andere Richtung, wenn wir wieder in der Höhle sind. In der. So, sehr cool. Da haben wir jetzt auch einen Stack von. Das heißt, wir haben einen Stack Soul Soil und Soul Sand. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch, ganz banal, einen kleinen Stack Nether Quartz. Bone Block. Oh ja, das ist cool. Bone Blocks sind immer cool. Knochen kann man immer gebrauchen, oder? Hallo! Guten Tag. Hast du einen Bogen gedroppt? Oh, wie cool! So, jetzt müssen wir erstmal schauen. Huch. Noch ein Bogen? Nee, ich wollte gerade sagen. Wir müssen erstmal schauen, wo wir hier sind. Was wir hier vielleicht haben oder nicht haben. Ach, du Jemine. Das ist ja mal eine ganz blöde Ecke hier. Warum habe ich immer so ein Glück, dass ich in so einer Scheiße spawne hier? Eine Geisterseele. Kann ich die schlagen? Danke. Lol. Okay, ich guck mal nach, ob wir irgendwie in eine andere Ecke noch besser vorankommen. Dazu müssen wir, glaube ich, zurück in die Höhle. Zum Spawnpunkt. Und dann könnten wir vielleicht eventuell zur anderen Richtung mal buddeln. Wo wir eventuell, Besuch bekommen.
wo wir eventuell vielleicht einen besseren Ausgangspunkt haben. Dass wir einfach mal in die andere Richtung gehen. So. Gucken, wie es da aussieht. Ich buddel einfach mal geradeaus durch. Dann müssen wir mal irgendwann Licht sehen. Einfach so stumpf geradeaus, nichts anderes. Und wenn nicht, dann buddel ich hier einfach stumpf geradeaus runter. Wäre auch noch eine Option. Ja, ein Gast. Na, guck mal. Das sieht doch hier schon mal etwas besser aus. Hallo. Na, Herr Piglin? Ja. Sag mal, was haben wir hier? Guck mal, stumpf geradeaus runter. Wäre natürlich auch doof. Aber nicht unmöglich. Nicht unmöglich. Aber du siehst nichts, ne? Du siehst nichts. Das hasse ich so. Seit dem damaligen Update auf die, was war das, 1.12 oder so? Wo du dann diesen Schleier drin hattest im Nether? Das finde ich so kacke. Ich bin aber noch reingesprungen. Ich vermisse so die Zeit, wo du wirklich im Nether auch nochmal gerade ausgucken kannst. Jetzt, Alter, bist du bekloppt? So, dich nehme ich auch nochmal mit. Dich kann man hier bestimmt auch noch gebrauchen. Wer bist du? Bist du gut oder bist du böse? Du machst Musik bestimmt, ne? Ist das da eine Festung? Werden wir gleich sehen. Was geht mit ihm los? Du bist mir jetzt aber nicht böse gesonnen, ne? Du hast einfach nur ein bisschen Lala, oder? Hallo? Zombie-Fight Piglin, na gut, du guckst nur. Nur gucken, nicht anfassen, ne? Weiß ich, kenne ich. Geht ja fast überall so. Nur gucken, nicht anfassen. Ich krieg schon so ein bisschen Schnapper, ne? Muss ich ja mal so sagen. Achso, da kommen wir dann zurück. In dieses Ding, aber hier ist keine Festung. Och Mann. Kann ich nicht einmal Glück haben und irgendwo in der Nähe einer Festung spawnen? Wäre ja wahrscheinlich zu gutmütig für den alten Mann, ne? Also, ja. Kommen wir hier irgendwie runter, ohne dass wir gleich draufgehen? Hallo? Hey! Das finde ich natürlich schon ein bisschen cool hier an diesem Modpack, dass du einfach so Steine setzen kannst. Unter andere Leute Blöcke. Und kannst dann einfach mal so runterspringen, ganz stumpf. So, pass auf, wir brauchen nichtsdestotrotz entweder, jetzt müssen wir einen Plan machen, entweder brauchen wir wirklich Netherite. Dazu müssen wir uns ganz weit runterbuddeln oder eine Festung. Auf der anderen Seite steht hier irgendwas von einer Festung? Ist das eine Festung? Nee, ist keine Festung. Das sind nur hier diese Monumente, wo vielleicht dann nochmal ein Dungeon drin ist. Na, was heißt Dungeon? Dungeon auch nicht, aber zumindest ein paar Dingenskirchens kommen. Hier diese Leuchtedinger. Wie heißen sie denn? Ich komme nicht drauf. Das, was ich schon Ewigkeiten nicht mehr hatte. Genau das. Ah. Was möchtest du nur haben? Das, was ich schon Ewigkeiten nicht mehr hatte. Ah, gut, dann weiß jeder Bescheid. Oh, fieses Loch. So, hier sind wir aber wieder in einer anderen Ebene.
die ich persönlich jetzt gerade nicht so geil finde. Weil ich würde ja schon ganz gerne mal eine Festung finden. Ja, man könnte jetzt hier mit der Axt und Ultimine ohne Ende Dings abbauen. Obsidian. Aber nee, das ist gerade nicht so mein Ziel. Aber wir kommen nicht drum herum, ne? Ist auch die Frage, wenn ich mich jetzt hier so stumpf rüberbaue. Okay, wir haben jetzt mal so ein bisschen abgekürzt. Ich wollte mich ja ursprünglich eigentlich mal so stumpf drüber bauen, aber das machen wir nicht. So, pass auf, ich gehe mal ganz kurz nach Haum. nach Haum. Brauche nämlich neue Äxte, Axtens, genau. Das heißt, wir können auf dem Wege mal so ganz stumpf aus dem Diamond Tree Sapling nochmal einen. Habe ich noch einen? Nee, habe ich nicht. Oh. Das heißt, wir brauchen, habe ich die hier nochmal gesetzt? Nein, wir brauchen auf jeden Fall einen Diamond Sapling. Diesen Diamond Sapling machst du aus Gold. Okay, das heißt, wir brauchen 1, 2, 3. Wir brauchen 1, 2, 3. Das haben wir. Und wir brauchen einen Setzling. Zack, Dankeschön. Dann können wir nämlich machen das und können machen das und können dann machen das. Sehr cool. Das heißt, wir können dann einen neuen Drawer bauen. Dich setzen wir dahin. Achso, warte mal. Wir brauchen idealerweise. Warte mal, wir brauchen idealerweise noch einen so einen. Dich habe ich ja ganz vergessen. Hätte ich ja machen können, ne? So. Damit wir einen vernünftigen Untergrund haben, dass dieser Baum da auch, dieser Rohstoff da auch wachsen kann. Ja, guck mal, jetzt geht das. Jetzt geht das. Das ist schon mal sehr cool. Das heißt, irgendwann muss ich da nochmal die Dinger bauen. So, und dann können wir schon quasi ins End. Dafür brauchen wir aber Eye of Ender. Dafür brauchen wir Enderperlen. Und wir brauchen Blaze Powder. Und was ich vorhin meinte, was spawnt, ist ein Blaze. Nur mal so nebenbei. So, this tool allows you to scan the elements around you. Craft the modules to you want to scan and insert them into the scanner with a right shift right click. Then hold the scanner in your hand and scan the area with a right click. Uses FE. Okay, das heißt, wir haben noch keine Power, deswegen können wir noch keinen Scanner bauen. Okay, Culinary Station. You made custom sandwiches or bowl stews to any food und so weiter. Das ist die Culinary Station. Okay, das heißt, wir müssen jetzt einfach nur mal gucken, dass wir nochmal im in der Hölle 9, 12, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Dass wir da nochmal ein paar Endermänner klatschen, damit wir Enderperlen kriegen. Die kriegst du natürlich nur, wenn die hier Endermänner klatscht. Idealerweise natürlich, wenn wir eine Festung finden würden, dass wir da hingehen können. Achso, wollte ich. Von wo komme ich denn? Wir gehen mal dahin. Komm her. Wir laufen jetzt hier mal so stumpf. Doch, ich glaube, das wäre eine Option, dass wir einfach eine Mobfalle zu Hause bauen, wo dann auch Endermänner spawnen. Ich glaube, das wäre cool. Ich glaube, das machen wir. Hallo! Ein Schuss, ein Treffer. Gibt es denn hier sowas wie die begehrte Träne? Wo ist er runtergekommen? Hat das einer gesehen? Ne, hier liegt nichts, ne? Das war ja hier irgendwo, oder? Wobei, müsste jetzt zumindest irgendwo ein EP hier liegen. Oder ist er verbrannt? Hier! Aber hier liegt keine Träne, ne? Keine Gastier.
Hallo, guten Tag. Haben Sie eine Gasträne gefunden? Aber ich habe hier auch keine Möglichkeit. Wo bin ich denn da? Ich habe hier auch keine Möglichkeit, irgendwie mal. Nee, gar nichts. Es ist zum Mäusemaken, ey. Du kommst hier einfach nicht weiter, ne? Ja, ist so. Ja, gut, dann machen wir das halt so. Freunde, dann geht's nach Hause. Es kommen auch keine Endermänner, ist mir aufgefallen, ne? Konntest du machen, was du wolltest. Keine Endermänner, keine Festung, nix. So, pass auf, dann machen wir hier eine Kiste hin. Die Kiste setzen wir da mal drauf und dann können wir sagen, wir machen hier mal die ganze Nether-Geschichte rein. Glowstone können wir mit reinsetzen. Das, das, dies, das, Ananas. Setzen wir alles mit rein. Den Bogen packen wir mit rein. Soul Bread packen wir mit rein. Bait, Soul Beat, Bait, Bait, Bait. Wie auch immer, Crimson. Und das war's, ne? Den Rest können wir tatsächlich hier reinpacken. Man hat sogar schon richtig eingesammelt. Alter. So, dann können wir noch einen Rucksack bauen. Das können wir noch machen. Pass mal auf, das machen wir noch ganz schnell. Equipment. Wo? Ein Bow. Da haben wir es. Einfach ein Bow. Pass auf, dann können wir noch Better Storage machen. Wir machen uns mal ganz fix noch ein Backpack. Dazu brauchen wir nur eine Kiste und zwei Strings. Und dann habe ich die Kiste hier. Nein, und dann haben wir zumindest für unterwegs ein bisschen was zum Verstauen. Das ist schon mal eigentlich eine coole Idee. Da glaube ich, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So. Ich hab's nicht auf dem Schirm. 4 Strings. Wusste doch, was ist falsch. So. Dann kommt hier nämlich die Kiste hin und dann haben wir ein Backpack. Tada! Dieser Backpack, der hat erstmal ein bisschen Platz. Da gibt's aber auch noch Upgrades für. Wo wir dann entsprechende Upgrades machen können. Iron Backpack, da können wir nochmal ein Eisen draus machen. Und dann können wir, glaube ich, auch noch Gold gibt es auch noch. Und Dia gibt es, glaube ich, auch noch. Dann haben wir zumindest erstmal so grundlegend die wichtigsten Sachen. Backpack. Iron. Gold. Achso, um das kurz zu zeigen. Der Iron hat jetzt so viele Plätze von Haus aus. Der Gold hat so viele Plätze von Haus aus. Und der Dia. Hey. Hat so viele Plätze von Haus aus. Also es sind schon ein paar Sachen dabei. Wir haben von Haus aus auch ein paar mehr Slots, um Add-ons, Updates reinzusetzen. Das heißt, wir können automatisiert jetzt Essen braten. Wir können Holz braten oder craften oder wie auch immer. Also das kannst du alles aus dem Rucksack rausmachen. Das ist schon mal sehr cool. Womit du dann eigentlich keinerlei Probleme mehr hast, um da mal so eben dein Glück zu erreichen. Das nächste ist halt Netherite und dafür brauchen wir halt einfach ein Netherite. Das müssen wir einfach mal machen. Wir brauchen noch einen Danke. Kohle und Beryl. Wir brauchen aber richtige Kohle, ne? Kohle haben wir hier. Und wir brauchen eine Barrel. Achso, das andere ist Charcoal. Okay. Haben wir hier noch eine Barrel irgendwo stehen? Dann machen wir zumindest das mal noch. Nee, haben wir nicht. Wir brauchen eine Barrel. Slab. Und Planks. Habe ich hier noch irgendwo Slabs? Die habe ich auch gebraucht, ne? Da war ich froh, dass ich sie alle los war. Und jetzt mache ich wieder welche. So, ein Barrel. Und dann habe ich hier den Dank schon reingemacht. Dank. Quest 1 completed. Der Dank ist halt im Endeffekt dafür da, wenn du jetzt Rohstoffe abfarmst, wie Steine zum Beispiel oder im Nether, die Netherracks und so weiter, dass du die nicht im Inventar hast, sondern er sammelt die halt ein. Das ist dann so ein Dank. Der Dank can be used as Backpack, wie auch immer. Nur, dass du da eben halt coole Sachen reinsetzen kannst. Von Haus aus hast du in diesen Dank hier oben eine Reihe frei. Und je nachdem, wie weiter du den jetzt upgradest, da kannst du machen Rot mit Block of Redstone. Du kannst das machen mit Block of Gold. Du kannst das machen mit Blocks of Emeralds. Dann hast du hier noch mit Diamond. Was ist 7? 7 ist, glaube ich, mit Obsidian. Das ist das höchste der Gefühle. Und dann kriegen wir hier noch Nether Stars. Und Nether ist, glaube ich, dann unkaputtbar und wie auch immer. Wir können mal gucken, haben wir schon so viel Gedöns hier?
dass wir das als Block machen können? Oh ja. 7? 8? Guck mal. Wupp. Dann haben wir schon den nächsten. Das ist ja cool. Was war jetzt der nächste? Der nächste war Gold und dann Emerald. Haben wir auch so viele Emeralds? Oh, das sieht gut aus. Glaube ich. Sieben. Müssen nochmal Nachschub holen oder Nachschlag holen. Das ist gut. Das ist gut, dass er schon so lange am Gange war. 8. Es fehlt wirklich immer nur einer, ne? So, pass auf, dann können wir machen Gold. Können wir nicht? Ach, der Denk. Achso, warte mal. Wir können nochmal gucken. Der Rote hat jetzt 2 rein. So. Und dann machen wir Gold. 2 beim Backpack. Ohne Witz. Dann haben wir 3 rein. Damit haben wir dann... Ups. 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 4 rein. So, dann geht's weiter mit dir. Das nehmen wir noch mit jetzt. Komm. Das machen wir noch. Wir haben es ja. Ist ja nicht so, dass wir es nicht haben, ne? Wir sind ja nicht bei armen Leuten. Dann haben wir 5. Dann nehmen wir das Ganze mit Obsidian. Da. So. Und das ist der höchste, den wir machen können. Jetzt haben wir 6. Na, also da kannst du jetzt richtig, richtig reinsortieren. Du kannst dem jetzt also wirklich sagen, sammel ein. Ich glaube, da kannst du auch irgendwelche Karten zumachen. Pick-up-Modes. Gray doesn't pick anything. Green picks up everything, was der Player berührt. Yellow only picks the items that are already present in the tank. Das heißt, mit Gelb, wenn du hier drauf drückst. Grün ist jetzt alles, was ich berührt habe, sammelt das Ding ein. Gelb ist das, was hier drin vorhanden ist. Alles andere lässt er liegen. Und Rot ist, er sammelt es ein, solange bis er sein Stack erreicht hat und den Rest schmeißt er dann ins Void, sozusagen. Compress reversible 3x3 und 2x2 Receipts, das kann er also komprimieren und das Ganze ist halt einmal sortieren. Das ist doch schon mal cool, oder? Und dann haben wir hier nochmal zusätzlich diesen Backpack, den wir auch als Bobble nehmen können. Quatsch, da wollen wir hin. Dann haben wir ihn jetzt so cool auf dem Rücken. Ist geil, ne? So, das ist der andere Punkt. Und dann können wir hier einmal... Ach, ich brauche was zu essen. Da war ja was. Da war ja was. Oh ja, cool. Cool. So, dann können wir nämlich unser ganzen Stuff hier einmal abgeben. Oder auch nicht. Verdammt. Voll. Aber macht nichts. Irgendwo gab es noch was zu essen, ne? Wir haben ja irgendwo was hier. Guck mal. Essen. Kartoffeln. Gekochte Kartoffeln. Die machen doch richtig satt. Die machen Pappe satt. Richtig Pappe satt. So. Das hätten wir. Das heißt, wir können hier einmal claimen. Dankeschön. Das hätten wir. Ich glaube, dann fangen wir an das nächste Mal und bauen einfach mal Mob-Farms. Farmsens. Mob-Grinding. Das wäre eine Option, dass wir uns hier mit der Mob-Farm beschäftigen. Wir brauchen dafür Fan, wir brauchen einen Mesher. Oder wollen wir das mit diesen Platten machen? Was braucht man dafür? Pink Slime. Slime haben wir noch nicht. Das heißt, wir brauchen dann diesen Mob-Fan. Den haben wir. Das können wir machen. Und den Grinder. Den können wir auch machen. Das ist jetzt nicht weiter wild. Das können wir tun. Was haben wir hier noch? Absorben Hopper. Dazu braucht man natürlich eine Enderperle. Aber gut, das ist jetzt nicht das große Problem. Dann können wir das mal automatisieren und grinden. Das heißt, ich baue unten, um euch das nochmal zu zeigen, wie das unten aussieht. Warte mal, irgendwo haben wir auch hier schon einen Untergang gehabt. Den großen Untergang. So, ich gehe mal hier hin. Puff. So, und dann siehst du, habe ich hier schon einmal umrandet.
Das habe ich also schon gemacht. So sieht es von unterwärts aus. Das habe ich schon gemacht. Habe nur gemacht, damit das Wasser eben nicht runterläuft und ewig rauscht. Weil da unten kommen jetzt auch ganz viele Viecher, die spawnen da jetzt, wie du siehst. Und somit habe ich gesagt, ich mache das einfach nochmal eben fix zu. Das war der ganze Hintergrund. Dann würde ich, glaube ich, hier zum nächsten Mal weiter ausbauen. Und auch einen Runtergang machen natürlich, so dass wir dann da unten eine vernünftige Mobfarm bauen können. Das wäre natürlich eine Option, schöne Mobfarm. Und ich würde das, glaube ich, erstmal mit Hive-Slab unterwärts machen. Also nicht so wie hier oberwärts, Hive-Slab oberwärts, sondern unterwärts, sodass unten angesetzt wird am Stein. Wo haben wir es? Hier, ne? Dass wir hier unten ansetzen am Stein, damit keine Mobs drauf spawnen. Dann brauche ich auch keine Fackeln. Würde ich die jetzt oben ansetzen, wäre es ein ganzer Block simuliert. Und dann würden auch gleich Mobs spawnen und dementsprechend hätte man ein Problem. Das Ganze mache ich dann mit einem Wand. Haben wir einen Wand? Viva Wand. Create Industries Decoration Transfer. Transfer brauchen wir noch nicht. Gibt es hier Wands? Viva. Hier, guck mal, da gibt es sogar Wands. The Modpack includes a lot of decorative mods, so you have plenty of choice. Search in J that you can find sowieso. Das heißt, ich würde auf dem Wege, glaube ich, there are basic wands made from stone, iron and diamond and the infinity wand. Wands from higher tiers are more powerful than bla bla bla. Also damit kann ich eben halt vom gleichen Material sehr, sehr, sehr viele Blöcke auf einmal setzen. So, der hier wird gemacht vom Netherstar. Ah, das ist blöd. Ah. Aber der hier, der wird ganz einfach gemacht von einem Dir. Und zwei Stickies. Ganz einfach. Dann haben wir nämlich hier ein Builders Wand sozusagen. Hui. Und damit können wir nämlich ganz locker, jetzt haben wir noch einen zweiten, können wir nämlich ganz locker solche Sachen bauen. So, dann haben wir hier noch ein Once you have a structure or area you want to scan to have your builder build. To need to terminate, bla 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 bla. Take your scan tool, left click, the lowest left block und so weiter und so fort. Achso, und dann haben wir eben die Struktur, die wir kopieren können sozusagen. Das ist ja auch cool. Dann haben wir hier den Scan Tool und den Build Tool. Das ist ja auch geil. Dann brauchst du nicht so wie ich hier alles per Hand bauen, sondern du kannst dann einmal da anklicken, copy paste, fertig, das war's. Ist ja auch cool, ne? Auch cool, aber nicht das, was wir brauchen. Oder das, was wir wollen, sage ich mal so. Okay, das heißt, ich werde jetzt einfach sagen, danke fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann wieder auf diesem Kanal und bis dahin euch eine schöne Zeit. Ne? Bis dann. Tschüss.